Wir tun heute gemeinsam mit dem Falter, dem Burgtheater, etwas ganz Eigenartiges. Wir suchen in den Reden von Politikern eine Wahrheit. Wir haben heute die großartigsten Professorinnen für das Auditorium Maximum versammelt, nämlich wunderbare Schauspielerinnen des Burgtheaters, die hier eine echte Vorlesung geben werden. Eine Vorlesung von all dem, was unser Leben wirklich auch sehr betrifft in diesem Jahr. Denn was wir hier auf der Universität heute lernen, ist, was solche rechtsextremen Populisten vorhaben. Ich bin zutiefst dankbar, dass Florian Klenk und Doron Rabinowitsch Texte, kann man nicht sagen, die Reden dieser rechten Politiker zusammengestellt haben, vor allem Doron Rabinowitsch, und wir sie ohne die Folie der jeweiligen Person und ohne die Emotion der jeweiligen Personen hören können und vorlesen. Und es ist erschreckend, wenn man die so blank hört, was diese Menschen eigentlich sagen. Also Steffi, du sagst, aber du kannst aber ja filmen, ja? Aber das ist doch voll, ich liebe sowas, wenn es so normales möglich ist. Naja, nein, das habe ich nicht Kickl ähnlich gemacht, wenn überhaupt irgendwas Kickl ähnlich war, sondern einfach die Ungeheuerlichkeit dieses Satzes hervorgehoben. Ich habe ihn, soweit ich mich erinnern kann, relativ. Ich glaube immer noch, dass der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht. Ja, also, alles klar. Ja. Den Bürgerkrieg lasst ihr unter euch Bürgern sesshaft werden, der innerhalb eines Volks den einen gegen den anderen hetzt? Und hat der Staub einmal das schwarze Blut der Bürger getrunken, so fordert er in maßloser Rachsucht Mord für Mord, Vergeltung. Freude für Freude wollt ihr einander nimmer schenken, nie gemeinschaftlich denken an das Wohl der Gesamtheit, nur im Hass eines Sinns. Wir lesen heute im Audimax, alles kann passieren. Ja, es kann alles passieren. Geht zur Wahl, bitte, geht zur Wahl. Lasst es nicht passieren. Ich würde dann bitten, dass wir die Tür öffnen für Barbara Petric, Sabine Haupt, Stefanie Dorg und Petra Morzi. Ich entschuldige mich beim Publikum hier im Saal und an den Bildschirmen für diesen Irrsinn in diesem Haus. Ihr seid doch nicht normal. Herbert Kickl, Jänner 2019. Ich glaube immer noch, dass der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht. Matteo Salvini auf Twitter, August 2016. Sobald wir die Regierung bilden, wird die Polizei freie Hand beim Säubern der Stadt haben. Die unsere wird eine ethnisch kontrollierte und finanzierte Säuberung sein. Ich würde gerne das Strafgesetz ändern. Es ist kein Verbrechen, wenn du einen Zigeuner, der klaut, verprügelst. Seid ihr auf meiner Seite? Mit einer Vorankündigung von 6 Monaten werde ich alle Roma-Camps dem Erdboden gleichmachen. Herbert Kickl, Parteitag Graz, 14. September 2019. Ich glaube, lieber Norbert, wir sind ein ganz gutes Team. Eine Art patriotischer Doppelpack, möchte ich fast sagen. Diejenigen, die du nicht niederklinscht, in deiner Art und Weise zu argumentieren, die kriegen von mir einen rechten Haken oder eine Gerade, damit der Kopf wieder gerade sitzt. Das Wesen der Zukunft ist folgendes. Alles kann passieren. Und alles ist ziemlich schwer zu definieren. Alles kann passieren. Und später wird keiner geglaubt haben, wozu die schon imstande gewesen sein werden. Und niemand wird gewollt haben,
was alles noch passieren konnte. Hier ging es darum, das Unerhörte zu benennen. Und klar Deutsch vorzutragen.